Herzlich willkommen auch hier aus der Küche. Mein Name ist Erik, ich bin der Küchenchef hier am Tex-Mex Santa Fe und heute kochen wir für euch das Chili con Carne. Für das Chili brauchen wir auf jeden Fall ganz wichtig das Rinderhack. Bei uns wird es zweimal durchgelassen von unserem Lieferanten. Des Weiteren brauchen wir frische Zwiebeln, Tomaten, Mais, etwas Rotwein, Kidneybohnen, etwas Tomatenmark, frische Chili selbstverständlich. Wir nehmen zusätzlich noch Chiliflocken, Kreuzkümmel und unsere mexikanische Gewürzmischung aus verschiedenen Paprikasorten. So. Wir beginnen den ganzen Vorgang mit etwas Fett im Topf. Das Chili con Carne ist rein aus dem Worttechnischen übersetzt ein Eintopf vom Hack mit Chili. Ist ein typisches, klassisches, mexikanisch-texanisches Gericht, welches überwiegend sich eingebürgert hat hier in Europa, weil es einfach schnell und für jeden eigentlich nachkochbar ist. Wichtig ist, dass ihr das Rindfleisch gut durchbratet, denn sonst schmeckt es halt einfach nicht wirklich so, wie es soll. Wir haben das hier etwas vor sich hingehört. Schneide ich dabei noch ein paar Zwiebeln. Die könnt ihr auch ruhig etwas gröber hacken, das ist kein Problem. Da die beim Kochen eh zerfallen, die geben am Ende auch die Bindung mit. Könnt ihr auch gleich direkt mit dazugeben und bekommen so ein bisschen Farbe und ein bisschen Geschmack. Ebenso können wir schon gerne frische Chilis dazugeben. Bei der Menge traut euch nicht zu viel zu, das zieht kräftig nach. Lieber ein bisschen weniger zum Start. Wenn es euch noch nicht scharf genug ist, einfach noch eine zusätzliche nachkochen, kein Problem. Gewürze bitte erst immer, nachdem ihr das Fleisch angebraten habt, dazugeben, sonst wird das Fleisch sehr trocken. Und ihr habt mehr Wasser bzw. Fleischsaft drin, der wahrscheinlich deutlich länger braucht, dann rauszukochen und verwässert das Ganze. Währenddessen das hier vor sich hingart, ihr seht sicherlich das, die Flüssigkeit, könnt ihr ruhig so lange ein bisschen braten, bis das fort ist, dann bekommt das Fleisch auch ein bisschen Farbe. Ihr könnt dann Tomaten dazugeben. Wir nehmen sie ohne Kerngehäuse. Das ist einfach für uns einfacher, geschmacklich auch schöner, die Kerne, die mag keiner. Den Mais könnt ihr mit dazugeben und den Koriander. Denn der braucht ein bisschen Hitze, damit er sich richtig entfalten kann. Und je länger der mitkocht am Ende, umso kräftiger wird es. Ihr könnt auch das Tomatenmark dazugeben, ein bisschen mit anrüsten. Das gibt ebenfalls die Bindung mit rein, außerdem natürlich einen kräftigeren, fruchtigeren Geschmack. Ablöschen tun wir das Ganze dann mit etwas Rotwein. Ihr könnt auch Wasser nehmen oder eine Brühe, je nachdem was ihr da habt. Mit Rotwein wird es natürlich etwas intensiver. Und daraufhin dann ganz kräftig würzen, seid nie zu sparsam, vor allem nicht mit Salz. Kreuzkümmel ist ganz wichtig, das ist in Mexiko so wie für uns normaler Kümmel. Und gerne noch ein paar Chiliflocken dazu. Das Ganze dann so circa eine halbe Stunde kochen lassen. Zum Schluss geben wir noch die Bohnen dazu. Bei uns sind es Kidneybohnen. Kidneybohnen heißen Kidneybohnen, weil sie aussehen wie eine kleine Niere. Und sind auch im Geschmack her eher etwas fleischig. Also man kann das auch so, wie ein Crunch-Effekt, bloß halt ohne Crunch nehmen. Also fürs Mundgefühl. Das Ganze jetzt nochmal so 5-6 Minuten bei sanfter Temperatur durchköcheln lassen. Dann könnten wir auch schon anrichten. Ja, das Chili con Carne gibt es verschiedene Möglichkeiten, das anzurichten bei uns. Ganz klassisch einmal als Vorspeise, als Chili-Teller. Den servieren wir mit ein paar Chips. Mein persönlicher Favorit sind die Tacos Picadillo. Und hierfür haben wir uns ein paar Mais-Tortillas vorfrittiert. Und die füllen wir jetzt mit dem Chili con Carne. Hier drüber kommt noch ein bisschen frisch geriebener Gouda. Und serviert werden sie auf Reis. Dazu gibt es unsere hausgemachte Salsa und unsere hausgemachte Sour Cream. So, und da gibt es jetzt einmal die Tacos con Picadillo und den Chili-Teller. Ja, das ist nur eine kleine Auswahl von den mexikanischen Spezialitäten, die ihr bei uns auf der
Speisekarte findet. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an dem Rezept des Chilis wie wir und ihr habt noch viel Freude damit. Lasst es euch schmecken und guten Appetit hier aus dem Tex-Mex. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de